Servus und herzlich willkommen und verplappere mich direkt am Anfang. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brickforce. So. Ich glaube, ich habe die komplett falsche Waffe für die Map ausgesucht. Deswegen. Du Heilige! Ja, ich glaube, ich habe die falsche Waffe. So, ja, die Map hat mir zwar Bada vorgeschlagen, aber die kenne ich eigentlich schon. Okay, das ist eigentlich geil, eine geile Idee für einen Whirlpool. Den kann ich dann klauen. So. Werter Baba, ich bin eh schon über alle Berge, wortwörtlich. Oh, warte. Und übrigens, Leute, wenn ihr mir unbedingt Maps vorschlagen wollt, dann tut mir den Gefallen, ja? Und sendet mir eine Nachricht in BF, weil anders beachte ich die einfach nicht. Also ich bin einfach zu blöd, mir den Namen immer zu merken. Deswegen. Nein. Komm. Nein. Nein! Nein! Ja, hier seht ihr einen Profi-Jumper. Ja, tut mir leid, weil ich bin schon gerade sehr beschäftigt. So. Was könnte ich machen? Ist gerade hoch. Ach so, ja, dann mach ruhig wieder Schleichwerbung für deinen Kanal. Ach du Heilige. Ich kenne deine Map schon. Die kenne ich schon. Ja, der Ping ist super. Not. So, ich bin gerade so ein bisschen beschäftigt nach Gegnersuche. Ich weiß nämlich nicht, wo die Gegner sind. Wo sind die Gegner? So. Jetzt ohne Witz, wo sind die Gegner hin? Ich höre die doch. Oder ist es Bada, den ich da gerade höre? Ja, ich glaube, es ist eher Bada, den ich da gerade höre. Oh, das war es aber doch erschreckend, ne? Ach, Heilige! Ach, boah, ich kriege hier noch gleich einen Herzinfarkt. Alter. Ach, du Heilige, der ballert hier mit einer Sniper durch die Gegend. Der irre ballert hier mit einer Sniper durch die Gegend. Der ist ja noch gefälliger als alle, die ich kenne. Vergiss es. Ich mach keinen Nahkampf. Höchstens auf einer Nahkampf-Map. Nicht mal Nahkampf. Na, guckt euch mal meinen Dreizack an. Den kannst du zu gar nichts gebrauchen. Wartet. So. Ach du. Nein. Was war mit der Waffe gerade los? Was war da gerade genau los? Ich habe keine Ahnung. Aber man sieht, meine KD ist wieder perfekt. Die ist mal wieder im 1A-grünen Bereich. Die lässt sich echt sehen. Ach du heilige Scheiße. Was denn das? Okay, klar mein Kill. Toll. Mehr Assists als Kills. Das ist ja toll. Das ist etwas, das lässt sich sehen. So, komm mal her. Ich hab hier was für dich. Will doch nur alles zeigen. So.
Ich hoffe mal, der Kerl hat's jetzt gereilt. Aber ich weiß es nicht. So. Boah, weißt du was? So. Es gibt noch mehr. Schön für dich. Ich will jetzt spielen. Und nicht, dass du mir dann eine Map zeigst. Ich weiß, dass die gut ist. Die ist schließlich von dir. Toll, da oben sind noch mehr Wolken zum Campen. Ich glaube, ich kriege hier noch einen Trallafitz. So, ist das hier eigentlich, ich glaube, das soll so einen Sumpf darstellen oder so. Ja gut. Oh nee, 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 bitte, 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 sag mir hier ist Minecraft, bitte, 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 komm, 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 oh. Menno, klaut der Kerl mir hier einfach mal einen kompletten Spaß. Das ist Genugtuung. Nein. Warte. So, jetzt habe ich meinen Spaß. So, das reicht. So, ich glaube, das ist auch gen Unterhaltung genug für dieses Video. Mehr Niveau habt ihr hier auch nicht zu erwarten. Deswegen, apropos Niveau, Leute, wir haben mittlerweile die 140 Abos geknackt. Ich bin darüber immer noch erstaunt, wirklich, wie meine Abos wachsen. Und ich habe auch das Gefühl, desto mehr Abos ich habe, desto höher ist auch meine, ist die Abo-Rate. Also desto mehr Abos kommen auch dazu. Und ganz im Ernst, ich hätte nicht mal gedacht, dass ich, ne, ich wiederhole mich da auch gerne, dass ich nicht mal die 27 Abos knacke. Ja, die wollten. Ja, warte. Oh Gott, das ist sowas. Warte. Badaboom 5. Ja, ich kenne diese Bautechniken, dass die das komplett wirr aussieht, wenn man dran vorbeiläuft, aber wenn man so einen richtigen Blickwinkel sieht, dass es dann gut aussieht. Und Alter! Bada! Ich krieg die Krise mit dir. So, aus der Distanz treffe ich mit dieser Waffe, aus der Distanz. Fuck the shit I'm off. Ja, komm, komm. Ich dachte, meine Nate würde sie kriegen. Auf jeden Fall, wir haben ja die 140 Abos geknackt. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, wenn die Abos jetzt schon so wachsen, dann kann ich mir doch eigentlich jetzt auch ein neues Ziel festlegen. Und dann habe ich mir überlegt, was wäre denn in irgendeiner Form realistisch? Und dann habe ich mir überlegt, okay, wir machen das jetzt so bis zum, also bis zum Ende des übernächsten Jahres, also sprich 2018. Ja, das meine ich ernst. Bis 2018 möchte ich 500 Abos erreicht haben. Ich schätze mal, das sollte realistisch sein. Deswegen. Ja. Wäre nice, wenn wir das schaffen würden. Aber ich glaube, 2 Jahre. Ich glaube, da kommen wir auf 300 Abos oder so. Höchstens. Allerhöchstens. Deswegen, da bin ich jetzt auch nicht so derjenige, der da. Ich bin Blindfisch. Sonderlich zuversichtlich ist. Deswegen. Übersehe ich da einfach einen kompletten Gegner. Leute, ihr sollt. Ist Nachricht. Ja, Bada erklärt es ganz gut. Wie schon gesagt, sendet mir eine Nachricht. Eine Nachricht. Nicht irgendwie per WhatsApp oder so oder per Flüster, sondern sendet mir in-game eine Nachricht.
Komm, töte mich. Komm. Ich kann eh nichts außer sterben. Ich kann eh nichts außer sterben. Siehst du? Wo ist Mountain Eckel jetzt? Okay, auf jeden Fall nicht hier. Ach du heilige Scheiße! Ach du heilige. Ich bin überrascht, wie wenig ich hier momentan mache. Neues Video gleich oben. Ja, nice. Das werde ich aber nicht verlinken. Dazu bin ich zu faul. So. Ach so, hier unten kann man auch lang. Okay, dann lass mal nachgucken. Ja, komm. Ja, ich sehe schon, dass meine Tränke bald sich auch zur Neige setzen. Deswegen. Und ich finde, wir brauchen hier einen Teleporter, mit dem man auf jeden Fall hoch und runter fallen kann. Das... Ah, der führt direkt zum jeweiligen gegnerischen Stützpunkt. Also Startpunkt. Ist mehr oder weniger praktisch. Mehr oder weniger gut zu wissen. Deswegen. So. Ich muss ja gestehen, ich finde die Feuerkäfer ja schon ziemlich geil. Das muss ich ja echt wirklich mal gestehen. Deswegen. Deswegen spiele ich auch gerade so ein bisschen mit ihr. Na, und bin nicht auf eure Wünsche eingegangen, weil ich dachte mir, okay, dann spiele ich mal eine Runde mit der Feuerkäfer, damit ich auch mal mit etwas spielen kann, was mir Spaß macht. So. Es gibt sau viele Profis, die sagen, werte Freunde, bitte, solange ihr könnt, bleibt... Also, wie hoch ist denn das Level von dem? Wie heißt du? So, hat sie... keine Ahnung. Selbst wenn du nicht mehr auf einfach oder Medium spielen kannst, dann würde ich mir doch allmählich Gedanken über das Gameplay machen. 300er Pink werden 300er Pink. Ah, nice. Das ist ein sau guter Pink. Ich hab mal gehört, dass desto höher der Pink ist, desto besser soll er sein. Nee, Leute, ohne Witz, wer das jetzt geglaubt hat, den schlage ich jetzt. So, der soll herkommen und dann schlage ich den so. Einmal quer durchs Gesicht. Dann kriegt er einmal den Dreizack quer durchs Gesicht gezogen. Fertig. So, das ist die letzte Waffe in the game. Sorry, ich muss jetzt damit kurz mal rumrennen. Gott! Was ist denn die? Gut, okay, falsche Waffe. Aber scheiß drauf! Mit der kriege ich das hin! So. Ich muss nur an das Herz der Karten glauben. Dann sollte ich es irgendwie auf die Reihe bekommen. Aber ansonsten glaube ich nicht. Was ist das für eine Waffe? Die ist schrecklich. Und ich renne hier ernsthaft mit so einem Ding, mit einer positiven KD durch die Gegend. Alter, Leute, das ist armselig. Das ist wirklich armselig. Also armselig von mir. Also wirklich sehr armselig. Ich muss durch. Guck mal hier, ich habe eine ziemlich beschissene Waffe. Ja, das Ding kenne ich da auch schon. Yeah, jetzt haben wir ein Problem. What the fuck is going on here? Bin ich gerade ernsthaft im Boden? Das ist jetzt nicht da euer Ernst, ne? Der Kerl sitzt da wieder reinste Pedo auf mir drauf. Komm, 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 mit, ich wollte den hier mit killen, ohne Witz. Und vor allem, wenn ich sehe, wie viel Schuss ich noch mit der habe, nämlich nichts mehr. Ich habe nur noch einen Magazin mit der. Oh, shitty, 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 shitty. Oh, shit. Komm, ich möchte einmal. Komm. Ja, nice. Nice. Komm, nochmal.
Das war ein bisschen da drüber geworfen, aber auch nicht schlimm. So, ich renne hier mit der Pro-Waffe schlechthin. Schlicht weg hin, das ist die stärkste Waffe im Brick Force, kann ich nur jedem empfehlen. Also, die war früher eine der besten Waffen und ist heute noch eine der besten Waffen. Deswegen, also sie ist die beste Waffe, deswegen, also, ciao bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen.